So, ich möchte heute mit euch ein wenig über die Bohrmaschinen sprechen, welche geeignet sind zum Bohren in Wände und Mauerwerk. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen fangen wir bei der kleinen Nummer an. Das ist zum Beispiel ein Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, mit dem man in Ziegel soweit Löcher machen kann. Das reicht so circa von 6 bis 8 oder 10 mm. Und dafür möchte ich einmal ein Gerät zeigen. Das ist ein Schlagbohrschrauber. Er ist von der Marke Würth. Mit dem ist es möglich, eben Schlag zu bohren und normale Schrauberarbeiten durchzuführen. Dieses Modell ist ein 28 Volt Modell und hat eigentlich genug Dampf für die meisten Schraubanwendungen in zu Hause oder im gewerblichen Bereich auch. Wie gesagt, zum Bohren. In Ziegelwänden gut zu gebrauchen. Bei Beton sollte man schon auf ein pneumatisches Gerät gehen. Dazu nehmen wir das nächste Gerät her. Es ist aus der günstigen Preisklasse. Es ist der Einhell Herokko. Dieses Gerät ist mir aufgefallen, weil es sehr gut verarbeitet ist. Die Materialien sehen eigentlich gut aus und ist nicht mehr ganz das billige Gerät, aber auch nicht übermäßig teuer. Man bekommt dieses Gerät ohne Akku für momentan so zwischen 120 und 140 € in etwa. Aufgefallen ist mir, dass er gute Dienste macht beim Bohren mit Bohrern, so in etwa von 6 bis 12 mm oder 14 mm geht auch noch. Das macht er ohne Probleme. Er ist zwar nicht der schnellste, weil er nicht die größte Schlagenergie hat, aber er macht eigentlich alles, er braucht halt nur ein bisschen länger. Zum Stemmen ist es so, der ist wahrscheinlich aus Gründen für den Staub, dass mit kein Staub reingeht, ist da vorne ziemlich genau gearbeitet. Das hat irgendwie den Effekt, dass der Meißel etwas schwergängig ist. Das nimmt ihm ein bisschen an Schlagenergie und ist daher beim Stemmen hat er eigentlich eher eine schwache Vorstellung gezeigt, was sich aber natürlich dann im Laufe der Zeit, wenn das leichtgängiger wird, vielleicht etwas verbessern kann. Also er ist eigentlich so für Häuselbesitzer, für Heimwerker oder wo er sonst immer sehr gut geeignet. Auch für gewisse Umbauten im Badezimmerbereich, solange es sich um Ziegelwände handelt oder vielleicht leichtere Baustoffe. Bei Estrich oder Beton kommt er natürlich an seine Grenzen. Ist bedingt einsetzbar in diesem Bereich, aber dennoch ein gutes Allround-Gerät zu einem noch vernünftigen Preis. Betreiben sollte man diese Maschine natürlich immer mit zwei Akkus. Und so wie man einen verbraucht hat, kann man den anderen nehmen und dann wieder austauschen. Dann kommt man eigentlich kaum zum Stehen. Betreiben sollte man ihn meines Erachtens ab der Akkugröße von 4 Amperestunden. Damit kommt man eigentlich gut aus soweit. So, das nächste Gerät ist aus der 28 Volt Klasse. Es ist ein 28 Volt Gerät und zwar von der Firma Milwaukee. Es handelt sich um das Modell V28HX. Es ist alles eigentlich relativ ähnlich, auch wie beim Herokko. Das Bohrfutter ist hier besonders leichtgängig. Nicht nur durch Reinstecken, sondern durch einen Dreh zum Arretieren. Des Weiteren Gutes ist, man kann das Bohrfutter abnehmen und kann es ersetzen durch ein normales Bohrfutter. Auch erleichtert es, wenn das Bohrfutter einmal defekt sein sollte oder abgebraucht sein sollte, kann man das für in etwa umgerechnet für 35 oder 40 € hat man sofort wieder ein neues Bohrfutter. Zum Verstellen zwischen Bohren, Schlagbohren und reines Meißeln ist es wie üblich, der ist hier auf der Seite angebracht. Diese Maschine hat in etwa so gefühlt um die 2,5 Joule Schlagenergie. Was kann man damit machen? Natürlich auch wieder normal bohren.
sage mal, bis zum Bohrer 20 ist das bei der Maschine durchaus möglich. Und das macht sie eigentlich ganz gut. Es ist nicht die stärkste Maschine, aber sie ist handlich. Sie ist nicht so schwer. Sie ist für sämtliche Sachen eigentlich ganz gut zum Gebrauchen. Aber dennoch auch bei den Stemmarbeiten eher mehr für Ziegelwände und weniger für Beton und Estrich. Sie macht zwar das auch noch, aber dafür wollen wir dann über das nächste Gerät reden. Diese Maschine ist jetzt, so wie es Milwaukee anbietet, in etwa in der Klasse von der CHX-Maschine. Und wenn Sie jedoch eine Maschine brauchen, wo Sie auch vernünftig stemmen wollen, möchte ich eher das nächste Gerät betrachten. Hier handelt es sich auch wieder um ein 28-Volt-Gerät. Es ist das Modell CHBX. Dieser CHBX hat in etwa 4,1 Joule Schlagenergie und eignet sich eigentlich schon ganz gut für den allgemeinen Bereich, Bäderumbau, was man so zum Stemmen hat zu Hause. Das macht er eigentlich ganz gut und das sogar auch im Beton. Natürlich auch begrenzt, es ist natürlich kein Abbruchhammer. Zum Bohren hat sie genügend Reserve. Das, was man so im normalen Handwerk benötigt, das erledigt diese Maschine eigentlich relativ gut. Sie hat genügend Leistung, genügend Ausdauer, jedoch auch wieder natürlich immer nur mit zwei Akkus zu betreiben. Es ist soweit ein relativ tolles Gerät. Ich bin sehr zufrieden damit und kann diese Maschine wirklich uneingeschränkt empfehlen. Die nächste Größe ist auch wieder ein 18-Volt-Gerät. Es ist auch wieder von der Firma Milwaukee. Das wäre der Stemmhammer, Stemm- und Bohrhammer sozusagen, CHX. Ah, ist nicht da. C, na, wie ist jetzt? CH. Ich weiß es jetzt nicht. Moment, ich schau mal nach. Ja, es ist die Bezeichnung CHM. Wie gesagt, hier handelt es sich um eine SDS Max Aufnahme. Mit denen kann man eigentlich Schlag bohren und meißeln und Schlag. Ja. So wie gesagt, Schlag bohren. Man hat eine Spindelarretierung, man kann die Meißel einstellen und fixieren. Und dann kann man auf Stemmen gehen. Also zwischen Schlagbohren und Stemmen kann man unterscheiden. Das Gerät hat ca. 6,1 Joule Schlagenergie und zeichnet sich eigentlich durch eine sehr ausgewogene Größe aus. Man kann damit jetzt im Estrich stemmen, man kann teilweise auch Beton stemmen, natürlich da auch wieder bedingt, weil es kein Abbruchhammer ist. Aber für Bäderumbauten, für normale Wände zum Stemmen eignet sich diese Maschine sehr gut, weil sie nicht zu schwer ist. Sie hat noch eine kompakte Größe, ist noch relativ leicht zum Heben und hat auch, also mit einem 12 Ampere Akku wie hier, noch eine vernünftige Laufzeit. Jedoch natürlich auch hier ist zu bedenken, dass man zwei oder besser sogar drei Akkus im Betrieb hat, dann kommt man natürlich nie zum Stehen. Wie gesagt, diese Größe ist eine ideale Maschine für leichtere Umbauarbeiten, Bädersanierung, für Elektriker, für Schaltschränke ausstemmen und so weiter. Ist uneingeschränkt zum Empfehlen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mit den verschiedenen Größen ein bisschen helfen habe können bei der Kaufentscheidung. Und naja, ich hoffe, es hat einiges an Information gebracht. Vielen Dank.